Ali und diesmal nicht zu einer neuen Rollenspielrunde Pen and Paper, sondern zu einem etwas anderen Stream heute. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine hier. Mit mir heute in diesem Stream Feramin. Hallo. Und Feder. Hallo. Und Rerion. Hi. Ja, und was soll das Ganze hier? Wir vier haben uns zusammengefunden und beziehungsweise, wie war dieses Fachwort, was du so eben benutzt hast, Feramin? Shanghaied. Ja, ich habe einige Leute Shanghaied. Das auf Neudeutsch heißt das, gefragt, ob sie denn mitmachen möchten. Bei einem kleinen Projekt, und zwar habe ich ja schon seit längerem das Gefühl, dass ich, dass man, wenn wir Geschichten spielen im Rollenspiel, teilweise das manchmal so schön klappt und das richtig tolle Einzelgeschichten hergibt. Und manchmal, wenn man Sachen abgesprochen hat, zum Beispiel, dass es dann irgendwie auch eine richtig tolle Geschichte ergibt. Gerade bei Vampire ist es mir jetzt aufgefallen, in der Vampire-Runde, dass nebenher gerade so um Feder herum, Moment, da ist Feder, nee, Feder bei mir, dass da einige schöne Kurzgeschichten zustande kommen und mir das sehr viel Spaß gemacht hat, die zu vertonen auch und euch zur Verfügung zu stellen. Da könnt ihr ja auf meinem YouTube-Kanal schon mal sehen, da ist irgendwie eine Folge mit Rerion zusammen. Und auch die anderen Kurzgeschichten, die in letzter Zeit irgendwie vermehrt so aus meinem Kanal heraussprudeln zum Thema DSA, die machen mir sehr viel Freude. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal, oder ich suche mal ein paar fähige Menschen zusammen, die mit mir zusammen eine Geschichte schreiben. Und zwar nicht zusammen spielen, so wie man das üblicherweise macht beim Pen and Paper, sondern einfach mal wirklich zusammen kreativ was schreiben, eine eigene Geschichte kreieren. Eigentlich machen wir das beim Rollenspiel so oder so, aber wir spielen es halt nicht, sondern wir diskutieren drüber, was könnte passieren, und schreiben es dann einfach auf und versuchen das Ganze dann in ein Hörspiel für euch da draußen umzuwandeln. Genau. Und diese drei anderen kreativen Menschen habe ich mir gesucht, dass sie mitmachen. Und wollt ihr noch mal ein bisschen was anderes erzählen, irgendwie, wie ihr dazu gekommen seid oder was wir so vorhaben, damit nicht nur ich hier reden muss, wie sie alle hier schreien? Na, Feder ist ja eh schon die Meisterin der Kurzgeschichten. Die hat ja schon für die Klingender Nachtrunde einige Dinge produziert, die von den Zuschauern, zu denen ich auch gehöre, wirklich geliebt werden. Ja. Und es kommen immer wieder Rufe nach mehr Bonus-Content. Genau. Und danke. Zu viel Ehre. Ich wollte einfach mal ein bisschen austesten, ob dieser Bonus-Content auch Hauptcontent tauglich ist. In der Gruppe bestimmt. Alleine ist das echt viel Arbeit. Ja. Also, deswegen freue ich mich auch, dass man das dann in der Gruppe macht. Weil man dann nicht nur die kreative Arbeit aufteilt, sondern auch das Schneiden und Mixen und andere Dinge. Deswegen, yay, mehr Kurzgeschichten, mehr Hörbücher. Ja, außerdem bin ich ja gerade extrem am Suchten, die Hörspiel, DSA-Hörspiel von Steffs auf ihrem Kanal. Und da habe ich mir gedacht, das kannst du auch. Habe ich mir gedacht. Naja, ganz mit einfach. Der Engellesung hast du da ja vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung, so grob in die Richtung. Naja, es ist ja eigentlich nur wirklich nur Vorlesen. Ne? Also. Ja. Und die ist ja jetzt auch vorbei, das heißt, ein Veröffentlichungsspot auf meinem Kanal ist frei. Und das wird jetzt wohl in Zukunft hierfür genutzt. Rerion, dich habe ich auf jeden Fall angesprochen, weil wir brauchten auf jeden Fall, wenn wir DSA-Content machen wollen, ein wandelndes DSA-Lexikon. zu viel der Ehre. Nein.
Jetzt hört doch auf, Mensch, ich habe doch schon Wer wird rote denn immer Schale. gefragt, wenn man irgendwie sich Charaktergeschichten ausdenkt und sich überlegt, ist das denn überhaupt logisch? Weil ich erst vor nicht mal ganzem Jahr zum DSA-Spielen gekommen bin, dann ist es immer so, du, sag mal, ist das total blödsinnig? Manchmal wird auch gerne das Rerion-Spiel gespielt. Man nennt eine random Jahreszahl und er sagt dann halt, was halt passiert ist. Oder man zeigt ihm ein Magiersiegel und er findet mal eben die Akademie raus. Alles passiert. Ja, also Rerion, das DSA-Brain. Ja, genau, Kagerim, richtig. Ja, wir wollen diesen Stream nu nutzen. Wir erzählen euch jetzt gleich erstmal ein bisschen was über das Projekt, was wir uns so vorstellen. Es gibt noch nicht so viel, was wir euch vorstellen und schon zeigen können. Einerseits wollen wir euch nicht spoilern. Andererseits haben wir auch noch nicht so viel, ja, fertig. Und am Ende brauchen wir auf jeden Fall auch, als ein, auch ein Aufruf an euch, noch eure Hilfe bei der ganzen Sache. Jeder muss kurz Skype-Werbung machen, ja. Kind-Content, der nicht ins Internet soll. Ah, okay. Gut, ja, und ja, ich fange einfach mal an. Das ganze Projekt soll eine Geschichte werden, eine etwas längere Geschichte auch, damit wir auch ordentlich Content zusammenkriegen. Wie regelmäßig dann Folgen erscheinen, das liegt dann an unserem Real Life und unserer Muße und unserem kreativen Schaffen. Und wir haben uns zur Basis genommen, damit wir nicht alles komplett neu erfinden müssen. Haben wir uns eine Krücke geholt, nämlich wir werden als Krücke ein bestehendes DSA-Abenteuer nehmen. Allerdings, das ist nur eine Krücke. Wir haben eine eigene Geschichte, die wir erzählen möchten, und zwar handelt diese Geschichte von drei Teenagern aus einem kleinen Dorf im Mittelreich. Und ja. Wobei, eigentlich sind es nur zwei Teenager, richtig, ne? Je nachdem, wie man sehen will. In Relation. Also in Jahren gemessen, vielleicht nicht alles Teenager, aber so von der Entwicklung und Reifung her alles Teenager. Ja, also, und zwar hab ich mir das so, und wir zusammen uns das so vorgestellt, dass Feder, Rerion und Feramin haben quasi einen festen Charakter in dieser Geschichte. Wie im Rollenspiel, ne? Ein bisschen. Und sind dann zuständig für Content, was mit diesen Charakteren passiert, die in der Geschichte vorkommen. Das sind drei Hauptcharaktere, die wir haben. Einer ist, wird etwas mehr in den Vordergrund rücken als die anderen beiden. Aber wir haben ungefähr drei Hauptcharaktere, die die Geschichte tragen werden. Und vielleicht sagt ihr mal was zu euren Charakteren, die ihr euch erdacht habt, die die Geschichte auch tragen sollen. Ja, dann fangen wir an, Pyramid. Die Hauptcharakterin vor. Ja, ich habe auf Anraten der anderen hier oder die Idee kam eben, hey, du könntest doch eigentlich auch gut eine Zwergin machen. Ich habe bisher noch keine Zwergin gespielt, von daher werde ich das jetzt mal ausprobieren. Passt nicht zu meinem Erscheinungsbild in Real Life absolut, aber ist ja auch mal was Lustiges, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, die ist ja, wir haben uns lange überlegt, wie machen wir das mit, weil richtig fertige Professionen gibt es ja noch nicht, aber irgendwie, man wird ja schon auf ein Leben vorbereitet. Und bei der Zwergin ist das eben, sie kann, ist eine Fallenstellerin oder ist dabei, sich zu einer Fallenstellerin zu entwickeln und hat ein bisschen Ungemach mit ihren Eltern. Und das wirft sie dann in die Geschichte rein. Und kennt die beiden anderen eben schon länger, hat den einen oder anderen ja auch aufwachsen sehen oder mal drauf aufgepasst, als sie klein waren. Und ja, jetzt sind es eben auf einmal keine Kinder mehr, sondern Leute, mit denen man auf einem gewissen Niveau reden kann. Und Also Freunde. unsere Hauptcharakterin wird eine Zwergin namens Aurea sein. Ne? Ja, Kagrim sagt schon, yay, mehr Zwerge. Richtig, ja. Ja, und dann könnt ihr schon gespannt sein.
Gibt es auch schon ein bisschen Content von, der gerade so in der Mache ist. Also wir haben den Prolog schon fertig von unserer Geschichte und arbeiten gerade am ersten Kapitel. Und da gibt es schon sehr schöne Szenen mit der guten Aurea. Genau, die ist schon ja, für einen Zwerg im Teenie-Alter. Ich glaube um 25 oder 26 oder sowas, ne? Ich weiß gar Ja, nicht so um den auswendig. Dreh rum. Ich habe es ein paar Mal hin und her geändert, aber kurz vor Ist ihrem Rerion 30. approved, ne, dass das Teenager-Zwerge sind in dem Alter? Ich hoffe doch. Falls jemand von Andurien oder Ulysses zusieht, hallo. Stimmt das? Der möchte da gerne arbeiten. Hint, hint. Ja. Okay, Ja. ja, und die beiden menschlichen Gefährten von Aurea der Zwergin, die ebenfalls aus dem Dorf kommen und die beste Freundinnen und Freunde von ihr sind, ist einerseits Rerion, wer ist das? Das ist einerseits Hector Tannhaus. Hector Tannhaus ist ein etwas beleibter, aber unglaublich liebenswerter 15-, 16-Jähriger aus der angesehensten Familie des Ortes. So, so. Ja. Ich meine, das Örtchen Erlenruh hat ja vielleicht 100 Einwohner oder so, wenn es hochkommt. Wenn man die Gänse Und mitzählt, ja. wenn man die Gänseschar mitzählt, das sind ja die wichtigsten Einwohner. Und der gute Hector ist ein Novize der Göttin Travia, also ein angehender Geweihter. Auch sehr spannend, ja. Und ja, die letzte im Bunde ist dann wer? Die gute Banja, die wahrscheinlich mit Nachnamen irgendwas mit Swanson heißen wird, das steht noch nicht so ganz fest. Banja ist ein 16-jähriges, 17-jähriges Mädchen, das mit ihrer Großmutter so ein bisschen am Rande des Dorfes lebt. Sie ist eine, ja, Waise in der Art, dass sie ihre Eltern in relativ jungem Alter verloren hat und seitdem bei ihrer Großmutter lebt und die beiden, ja, schlagen sich so durch, sag ich mal. Ihre Großmutter hat eine relativ große Taubenzucht und auch ansonsten ein Händchen für Vögel und Vanya hat das übernommen. Und ja, die gute Vanya entdeckt langsam Fähigkeiten an sich, die sie vorher nicht wahrgenommen hat, die sie verwirren und mit denen sie noch nicht so wirklich klarkommt. Mysteriös, mysteriös. Ja, sind die drei Teens in diesem Dorf und was in dem Dorf dann passieren wird, sollen wir das auch schon spoilern? So anteasern. Wir wissen ja selber noch nicht Anteasern. genau, was passieren wird. Richtig, ja, Ein wir bisschen schreiben ja teasern. gerade. Genau, wir wissen es noch nicht. Wir wissen nur, dass etwas passieren wird, aber was danach geschieht. Also, der Ausgangspunkt der Geschichte wird sein, dass das Dorf Besuch bekommt von einem hohen Herrn, der ja alles Mögliche durcheinander bringen wird in diesem Dorf, dass den Alltag ordentlich durcheinander wirbelt und auch das Leben unserer drei Teenager stark beeinflussen wird. Ja, Koga ist da, hallo, guten Abend zusammen, ja, hallo, guten Abend. Auch dir. Genau, ich glaube, mehr müssen wir da jetzt noch nicht zu sagen. Also, ja, eine hohe Persönlichkeit wird zu Besuch kommen und wird das Leben ordentlich durcheinander mischen. Ich finde übrigens, Feder hat das Intro für unsere kleine, quasi die ersten Sätze unseres ersten Kapitels geschrieben. Und ich finde die so toll, dass ich sie auch im Nerdpool als Zitat direkt schon verlinkt habe. Vielleicht lese ich die mal ganz kurz vor euch, damit ihr auch schon da noch mal geteasert, falls ihr sie noch nicht gelesen habt. Man sagt, das Schicksal sei ein silbernes Band, welches Orte, Personen und Zeitpunkte miteinander verbindet. Wie Perlen auf einer Schnur werden sie von höheren Mächten aneinandergereiht, ohne Chance auf einen Ausbruch.
oder Flucht. Jene, die von den Göttern so berührt wurden, werden Helden genannt, und von ihnen handelt die großen Geschichten und Lieder dieser Welt. Ja. Richtig, richtig. Das wird der Start des ersten Kapitels sein. Und wenn ihr aufmerksam gelesen habt im Nordpol, wird euch auch schon aufgefallen sein, dass das ganze Projekt auch schon einen Namen besitzt. Nämlich. Moment. Im Auge des Drachen heißt es, das ist die ganze Geschichte. Das heißt, es könnte sein, dass auch Drachen eine Rolle spielen in dem ganzen Geschehnis. Wie gesagt, wir haben ja noch nicht so viel geschrieben. Ja. Mondschatten, Kuga, hallo? Ja. Genau. Und bevor ich jetzt mal die ganze Sache auch öffne, dass ihr vielleicht ein paar Fragen stellen könnt, wenn euch denn irgendwas besonders interessiert, möchte ich nochmal aufrufen, wir brauchen dringend auch noch Hilfe von euch, damit wir das Ding so durchziehen können, wie wir das wollen. Denn uns ist beim Schreiben des ersten Kapitels schon aufgefallen, es ist eigentlich richtig cool, wenn man viele Dialoge drin hat in dem Ganzen. Ansonsten ist nämlich immer nur der Erzähler da, der Erzähler, der zwar die Geschichte die ganze Zeit erzählt, aber da kommt ja kein richtiges Hörspiel-Feeling auf, wenn man keine richtigen Dialoge hat. Und immer nur die drei untereinander agieren zu lassen, ist halt auch ein bisschen langweilig. Deswegen brauchen wir Leute, die andere Personen sprechen. Und zwar haben wir da auch schon ein paar. Es gibt einen Aufruf im Nerdpool dazu, wo man sich melden kann. Wir haben schon 15 Leute gefunden, die sich beteiligen wollen. Teilweise auch schon Rollen zugewiesen bekommen haben, von denen wir schon wissen, dass sie existieren. Und ob kleinere oder größere Rollen, wenn ihr irgendwie zu Hause die Möglichkeit habt, einen vernünftigen Sound zu produzieren mit eurem Headset oder eurer Kamera oder solche irgendeinem Mikrofon zu Hause, so dass es nicht so total nach ich sitze irgendwie 10 Meter von meinem Handy weg und nehme irgendwie eine WhatsApp-Sprachnachricht auf. Also danach sollte es nicht klingen. Euer Handy hat ein sehr, sehr gutes Mikro, dann nehmt auch dein Handy. Ja, generell kann man mit Handys, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut aufnehmen, glaube ich. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ein halbwegs vernünftiges Mikrofon besitzt oder so, irgendwie die Möglichkeit habt, was aufzunehmen, dann lest doch einfach mal so einen kleinen Absatz aus eurem Lieblingsbuch vor und nehmt das auf und schickt mir das. Wenn ihr da Probleme habt und nicht wisst, wie ihr das machen sollt, könnt ihr mich auch anschreiben oder die anderen anschreiben, die erklären euch das dann auch gerne. Und wenn das dann so klingt, dass ich denke, okay, da muss ich jetzt nicht 20 Stunden erstmal am Computer sitzen, um da die Tonspur irgendwie zu bearbeiten, dass sie vernünftig klingt, dann könnt ihr gerne eine Rolle dann übernehmen in der ganzen Geschichte. Ja, ich ermutige euch, das einfach mal auszuprobieren, wenn ihr sagt irgendwie, mein Mikrofon ist so schlecht. Also einfach erstmal probieren, erstmal hinschicken. Ich sag euch dann da was zu. Vielleicht auch, wie ihr das besser machen könnt oder so. Man lernt ja nie aus. Also wir haben bis jetzt 15 Leute, die sich da bereit erklärt haben bisher. Und wir brauchen mehr. Denn uns ist heute schon aufgefallen, dass wir das erste Kapitel nochmal so überflogen haben. Allein da kommen schon 3-4 Nebenrollen vor, die wahrscheinlich keine große Rolle spielen, aber es wäre cool, wenn man da eigentlich auch schon mal Leute reinschubsen könnte. Ja? Vor allem heißt es nicht, wenn ihr eine Rolle zugeteilt bekommt, die eine kleine Rolle spielt und danach nie wieder auftaucht, dass ihr danach keine Sprechrolle mehr bekommt. Ja. Weil es werden immer wieder Leute auftauchen. Immer und immer und immer und immer wieder. Genau. Aber wer ein bisschen schüchtern ist und sagt, er weiß nicht, der kann sich ja auch gerne für so eine kleine Rolle melden. Wenn er merkt, hey, das macht mir Spaß und ich fühle mich gut dabei, dann also traut euch ruhig. Wie gesagt, einfach aus eurem Lieblingsbuch oder aus eurem Lieblingsrollenspielregelwerk oder so einen kleinen Absatz vorlesen und mir das zuschicken und dann irgendwie was dazu schreiben, irgendwie was ihr denn gerne lesen wollen würdet. Und dann kommen wir da ganz bestimmt zusammen. So, jetzt schreibt hier der Koga schon mal, wenn du da Hilfe brauchst, kannst mich gerne nutzen.
Aber ich bin nicht der Forentyp. Ja, musst du auch nicht sein. Brauchst du nicht. Ja. Also, um hier mitzumachen, muss man kein Forum. Ja. Genau. Müsstest du mir aber dann über Discord Bescheid geben. Wegen der Qualität kann ich dir gerne ein paar Links schicken. Ja. Also, als vielleicht, wo Kuga jetzt das angesprochen hat, ihr müsst nicht, um bei dieser ganzen Sache mitzumachen, zwangsweise im Nerdpool oder so angemeldet sein. Es ist nur, dass wer uns gerne unterstützen möchte, schickt eine Sprachprobe, wie auch immer, also einen kurzen angesprochenen Text an Quali über den Discord oder was es da noch für Möglichkeiten gibt, findet man bestimmt irgendwas, wo man kommunizieren kann. Links zum Nordpol-Discord findet man entweder auf der Nordpol-Seite. Genau. Da muss man auch nicht für angemeldet sein, glaube ich, damit der frei ist. Bin mir gerade nicht sicher, ob man dafür angemeldet sein muss. Man muss angemeldet sein, sagt Frank, diesmal. Den Discord-Link zum Nordpol gibt es aber auch auf Twitch hier unten drunter. Es gibt auch Twitter, da kann man ja zum Nord auch mit einer Dropbox und einer Direktnachricht. Da findet Wer möchte, findet einen Weg. Genau. Also gerne, Kurge. Was ich nicht so gerne haben würde, ist, wenn ihr irgendwas mir sendet, was irgendwie, ich habe hier mal in der Rollenspielrunde XY mal mitgespielt und hier hast du den Link auf Minute 15, spreche ich da einen Gnom oder so. Weil das ist immer was anderes, wenn ich in anderen Rollenspielrunden, die irgendwie gestreamt werden, da Tonschnipsel habe, weil das ist, das verfälscht das, was ihr eigentlich einsprecht. Ich hätte ganz gerne was direkt Aufgenommenes, was ihr dann direkt in euer Mikrofon einsprecht und was direkt von eurem Computer aus aufgenommen wird, weil das ist das reinste Soundding, was ich nachher auch kriege, womit ich nachher auch arbeiten muss. Und deswegen einfach nochmal neu, wie gesagt, einen ganz kleinen 5 Zeilen oder so kurz vorlesen aus dem Buch und dann funktioniert das schon. Genau, das ist der Kuga schreibt, der schickt uns gleich was im Discord, genau, ganz gerne. Gerne. Vor allen Dingen Männer. Ja, Männer brauchen wir, glaube ich, noch ganz, ganz gut. Frauenüberschuss haben wir ein bisschen gehabt, der Mann. Ja, sonst noch irgendwie was ihr da draußen sagen wollt zu dem Projekt? Womit wir euch weiterhelfen können? Oder generell Fragen zum Rollenspiel? Wenn wir schon mal hier sind. Ob wir hier schon mal sitzen und dazu DSA oder. Ja, der Kagrim fragt was ganz Gutes, was Formate ich denn gerne hätte bei den Aufnahmen. Am liebsten habe ich Wave-Files. Und wenn ihr das irgendwie hinkriegt, dann nimmt ihr in 60. Moment, ich muss gleich selber mal gucken. Wenn ihr direkt wissen wollt, welche Einstellungen ich selber verwende, die habe ich dann natürlich auch am liebsten. Hertz und 16-Bit-Aufnahme, bitte. Wenn irgendwie möglich in Stereo, aber muss nicht. Und wenn euch das Ganze nichts sagt, auch egal. Wie gesagt, einfach aufnehmen. Ich nehme auch MP3s, ist mir völlig Wurst. Hauptsache, ihr kriegt in irgendeiner Form ein Audio zu mir rüber. Den Rest kann man dann im privaten Gespräch oder so auch nochmal klären, wenn das da irgendwie Probleme geben sollte. Ja. Das Ganze wird dann auch so ablaufen. Wie gesagt, wir schreiben gerade am ersten Kapitel und wir versuchen immer vor den Aufnahmen zu sein, vor den Tonaufnahmen ein bisschen vorzuarbeiten, dass wir genug Stoff haben, dass die Tonaufnahmen halt dann immer ein bisschen brauchen können. Weil ich muss das Ganze ja auch noch schneiden und so und Geräusche und Musik und so drunter legen. Und ich habe mir vorgenommen, wir haben uns vorgenommen, dass wir vielleicht so eine Folge im Monat schaffen. Da müssen dann natürlich auch alle, die uns zuarbeiten, dann auch gut mitmachen können. So, Mondschatten sagt, mit Audacity kann man ganz gut aufnehmen, die Audioqualität einstellen und das Programm ist kostenfrei. Genau, richtig, das nutze ich auch. Das ist ein sehr gutes Programm, finde ich. Kann man mega gut mitarbeiten. Völlig umsonst. Ja.
44,1 Kilohertz und Stereo nimmt mein OBS auf. Ja, auch das kannst du machen. Ja. Wie ich den Sound extrahiere davon, muss ich dann mal testen. Ja, das kann ich aber zur Not auch machen. Also wenn du nur Video aufnehmen kannst, dann kannst du mir auch ein Video schicken. Das, da kriege ich den Sound schon raus. Kein Problem. Ja, wie gesagt, ansonsten ist, wie Mondschatten schon gesagt hat, Audacity echt ein super Programm. Was auch, da kann man hunderttausende Sachen einstellen und Effekte machen, aber wenn man einfach nur ganz simpel aufnehmen will, dann sind das die Knöpfe wie früher am Kassettenrekorder, wer so was noch kennt. Also sehr, sehr einfach zu bedienen, aber mit auch viel Möglichkeiten, wer dann mehr spielen möchte. Also das kann man echt empfehlen. Ja. Und auch alles, was ihr so an Hörbüchern oder so oder Kurzgeschichten von mir kennt, das ist auch alles damit aufgenommen. Ja, also ich hatte ja eben erzählt, also eine Folge pro Monat. Und wir werden dann versuchen, also wie gesagt, der Prolog steht schon und auch die Personen, die im Prolog vorkommen, da kommen auch schon Nichtspieler, also was soll ich, jetzt schreibe ich schon, Nichtspielercharaktere, also Charaktere, die nicht unsere Hauptcharaktere drin sind, drin vor. Und da haben wir auch schon Sprecher und ich hoffe, dass die bis Ende des Monats auch noch alles hinkriegen, sodass wir, dass ihr damit rechnen könnt, dass Ende diesen, Anfang nächsten Monats der Prolog als Hörspiel schon auf den Kanal hochgeladen wird. Und dann schreiben wir jetzt gerade, also wir sind schon sehr weit in Kapitel 1, eigentlich ist der Grobtext schon da, wir müssen dann noch ein bisschen feinschleifen, weil wir haben ja, wir sind ja vier Leute, die schreiben. Und das ist auch ein bisschen kompliziert, weil jeder irgendwie ein bisschen anders schreibt und wir wissen ja auch nicht, was die anderen geschrieben haben, bis sie es zu uns rübergeben und dann, ja, wir haben das alles jetzt mal in eine schöne Reihenfolge gebracht, das passt super toll, als ob wir uns abgesprochen hätten, haben wir aber nicht. Und das dafür spricht, dass wir gut harmonieren. Ja, aber es muss halt alles noch ein bisschen so, damit es aus einem Guss klingt, ein bisschen bearbeitet und ein bisschen feingeschliffen werden. Und dann steht unser erstes Kapitel auch schon. Für das zweite Kapitel haben wir auch schon ein paar Sätze durch und haben auch schon Ideen, was da drin sein soll. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen, dass wir mal so ein, zwei Kapitel vorarbeiten, bevor dann die Aufnahmen beginnen können. So. Werdet ihr auch eigene Musik einsetzen? Black Suicide macht ja bei Mischka zum Beispiel eigene Musik. Ja, das, ich habe das überlegt. Das liegt stark daran, wie viel Zeit ich habe. Also ich kann das Intro von Vampire zum Beispiel, habe ich ja auch selbst gemacht, die Musik dafür. Und eventuell mache ich da auch was. Aber das ist sehr zeitintensiv und da muss einen auch die Muse nochmal extra küssen, bevor man da, man kann nicht einfach irgendwie irgendwas machen. Von daher kann sein, dass da zwischendurch ein paar Tracks sind, die ich selber gemacht habe oder die, ich weiß gar nicht, könnt ihr auch Musik machen? Ich spiele Klavier. Vielleicht spielt Feder ein bisschen Klavier ein. Schauen wir mal, wenn wir was einfällt. Ansonsten wird es wahrscheinlich, Creative Commons freie, lizenzfreie Musik sein, die es sonst so in Weiten des Internets zu finden gibt. Geben wir das auch einfach zurück. Wenn euch ein cooles Musikstück einfällt und ihr spielt Musik und ihr wollt uns das zur Verfügung stellen, finden wir das natürlich super. Wir schauen zu dir, Beanie. Oder ja, Bio oder, Inc. Genau. Kann oder ich da jemand verlinken, bitte? Also wenn ihr da was habt, ganz gerne, nehmen das gerne an. Ne? Ich habe auch Erdenstern angeschrieben, weil Steffs mir das geraten hat auch. Die nutzt ja für ihre Hörspiele auch Erdenstern-Musik, aber irgendwie, keine Ahnung, die melden sich bei mir schon seit Monaten nicht. Also entweder sind die im Urlaub, das kann natürlich sein, oder sie, meine Mail ist im Spam-Ordner gelandet, ne? So Koali, wer ist das, weg damit. Ja, weiß nicht. Also falls jemand von Erdenstern gerade zusehen sollte. Ja, oder jemanden kennt, wer weiß. Ne? Schaut doch mal im Spam-Ordner nach, da liegt bestimmt die Nachricht von Koali noch rum. Irgendwo bestimmt, ja. Ja, ansonsten gucke ich mal, ob ich die irgendwo auf einer Con mal abgreifen kann, dass man mit denen mal persönlich redet, weil die machen eigentlich mega gutes Zeug und sind eigentlich auch dafür bekannt, dass sie ganz gerne die Community unterstützen, was Rollenspiele angeht und so. Aber
Ansonsten für so Zwischensachen, wenn wir halt mal gucken, ob wir da Sounds nehmen können, wenn jetzt irgendwo eine so Klassiker knarzende Treppe, quietschende Tür, wollen wir mal gucken, ob wir da entsprechendes integrieren können, wie das dann halt auch klappt. Und wie es Also der klingt, ja. Plan ist schon da. Der Plan Ah, ist schon okay. da, das zu machen, weil es halt auch das gesamte Erleben halt einfach steigert in der Situation. Aber da müssen wir halt wirklich gucken, wie das dann mit der Feinabstimmung im Ganzen funktioniert. Sollte jemand von euch zufällig 20 Gänse besitzen, schickt uns eine Audioaufnahme. Es müssen Oder eine nicht eure Gänse knarzende sein. Tür. Knarzende Tür, knarzende Treppe. Aber eine Hat man knarzende bei Tür kann uns ich mit schon meinem gemacht. Stuhl simulieren hier. Ich kann wie eine Katze miauen, guck mal. Und Hunde hat Rerion, also. Bellen, das kriege ich aus dem Stegreif, ja. Das Vampire Blood and Sand Intro ist richtig gut. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass mir das gelungen ist. Dankeschön. Ich habe auch für den Pölle, ich weiß nur nicht, ob der das nehmen möchte, für seine G7-Kampagne auch ein Intro gemacht. Ich glaube, da gibt es eine Datenbank für. Ja, für Sounds gibt es jede Menge Datenbanken, ja. Aber wie gesagt, wenn ihr Ideen habt und Sachen kennt, die immer ganz gerne, könnt ihr uns auch da unterstützen, indem ihr uns mit Links zuballert. Und wir nehmen alles. Mal gucken, wie es dann nachher wird. Versprechen können wir auch nichts, dass das irgendwie total hohe High-Quality-Zeug wird. Aber wenn ihr die bisherigen Kurzgeschichten auf meinem Kanal kennt, dann in der Art wird das wohl auch werden. Genau. Habt ihr noch was, was ihr erzählen wollt? Ich Das freue mich. Blöde ist, dass wir nicht spoilern dürfen. Ja, wir dürfen nicht spoilern. Ich freue mich. Ja. Der Prolog ist schon ziemlich cool und das erste Kapitel sieht. Oh, unscharf. Sieht auch ganz, ganz nett aus. Ich werfe jetzt einfach noch mal ein. Das haben wir zwar nicht abgesprochen, aber ich denke, da hat niemand was gegen. Solltet ihr künstlerisch begabt sein und feststellen nach der ersten Folge, ey, das ist ein cooles Projekt, mir fallen dazu Dinge ein. Schmeißt uns mit Bildern zu, die man zum Beispiel in den Hintergrund packen kann. Ich denke, der Koali hat nichts gegen Fanart. Nee. Bedeutet, wenn ihr was habt, dann könnte es sein, dass das vielleicht mal in einem Video auftaucht im Hintergrund oder so. Zögert nicht. Buttert eure Fähigkeiten nicht unter. Jeder hat seinen eigenen Stil. Und je vielfältiger es ist, umso cooler wird es ja dann im Endeffekt auch. Vielleicht kann der eine gut Landschaft malen, der nächste, was weiß ich, schickt uns ein Bild von der Gans. Bitte keine Fotos. Ich sehe schon, du wirst jetzt mit Gänsen zugespammt. Ich finde, wir müssen die Koala mit Gänsen zuspammen. Solltet ihr das Abenteuer Wie übrigens zubereitet? solltet ihr das Abenteuer übrigens irgendwie erkennen, dann freue ich mich auch über persönliche Nachrichten. Yay, das ist das und das Abenteuer, das kenne ich oder so. Aber nicht spoilern unter den Videos dann, das ist ganz wichtig. Ja. Dann. Genau. No Spoilers. Und fühlt euch da jetzt nicht irgendwie gestresst oder so, weil das ist ein Langzeitprojekt. Und damit meinen wir auch ein Langzeitprojekt. Ja, das Abenteuer ist sehr dick. Also so fingerdick. Wer Koalis Runden kennt, der weiß ja, dass Plot manchmal auch nur Nebensache ist und die Charaktere erstmal viel zu besprechen haben, bevor sie sich dann wieder der eigentlichen Plotjagd widmen. Das ist immer nur eine Option. Der Abenteuerplot ist ja, wie gesagt, auch nur die Krücke. Ja. Eigentlich stehen unsere drei Teenager im Vordergrund. Und ihre Begegnung mit dem alles durcheinanderbringenden hohen Besuch. Und das sei noch hinzugefügt, ja, natürlich spielen da so möglicherweise auch ein paar Teenager-Probleme eine Rolle. Oh Gott, warum habe ich Yay, mich da nur gute eingelassen? Zeiten. Schlecht. Nicht noch aussteigen? Nein, Ich Feder. meine, bei mir ist die Pubertät ein bisschen hin so länger her als bei Feder, aber. Bist du dir da Da sicher? kommt. Da werden dann doch Erinnerungen wieder wach an diese Zeit. Hey, das gefühlte und das gelebte Alter, das kann durchaus sehr weit auseinandergehen. Charakterplay ist das Salz des Pen and Papers. Ja, richtig. Wir spielen ja aber auch nicht. Wir haben hier den Vorteil, dass wir ja,
irgendwie so anders, also anders kreativ sein will. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Dynamik so da ist. Und ich bin auch überrascht gewesen, dass ihr drei eure Charaktere auch dann als Charakterbogen haben wolltet. Das hätte ich jetzt so gesagt, so wofür? Naja, wie gesagt, ich bin auch ziemlicher DSA-Neuling und einfach um so ein bisschen ein Gerüst zu haben, an dem man sich entlanghangeln kann, wo man dann mal wieder drauf gucken kann, einfach so dieses, was würde sie denn machen, würde sie das überhaupt hinbekommen, weil sonst, also ich hätte Angst, dass ich sonst in die Richtung abdriffe, ja, auf Bäumeck, der hat dann kein Problem und ja, natürlich kann ich das und natürlich kann ich das und dann ist es lieber, wenn ich sagen kann, oh, nee. Lieber nicht, das passt eigentlich nicht. Also Charakterbögen existieren, man könnte rein hypothetisch das Ding auch spielen. Du wirst lachen. Ich bin ja seit Jahren Foren Pen and Paper Spieler und jeder meiner Charaktere hat da in irgendeiner Art und Weise einen Charakterbogen. Manchmal gibt es nicht mal ein System, aber jeder Charakter hat irgendwo so ein Sheet, wo halt Dinge draufstehen, die diesen Charakter ausmachen. Das hilft einem sehr, den Fokus zu bewahren, gerade wenn man viele verschiedene Charaktere bespielt. Da hilft einem auch zu entwickeln. Ja. Zumindest mir. Ja, also ich denke, so eine Art Charakterbogen, klar, also dass man weiß, wie der Charakter aussieht, was er so drauf hat und was nicht. Ja, also ich war aber überrascht, dass ihr irgendwie das die offizielle Charakterbögen von DSA ausfüllen wolltet und so. Also wie gesagt, es gibt Charakterbögen, wir könnten das Ganze auch Seron Jotogo, hallo, guten Abend zusammen. Ja, guten Abend auch euch beiden. Ich hoffe, wenn ihr beide das seid oder nicht nur einer von den beiden. Lange nicht gehört. Ich bin auch froh, meine Geschichte auf meinem Charakterbogen aufzunehmen. Ja, genau, also wenn ihr das noch nicht kennt, der Kargrim hat auch seine Charaktere, die er so über die Jahre so gesammelt hat und so, auch in Geschichten verwurstelt. Ne? Auf seinem Kanal könnt ihr die Geschichte von Kargrim hören. Immer ein bisschen etwas wert. Ne? Ja, vielleicht machen wir mal Bonus-Content oder so irgendwie dann irgendwie zum Weihnachts, so eine Folge irgendwie mal Pen and Paper mit den Charakteren oder so. Wer weiß. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, jetzt wo es Charakterbögen gibt. Und nein, es wird nicht gewürfelt obwohl wir könnten würfeln, sondern. Aber nur mit Gesichtswürfeln in der entsprechenden Situation. Ich hab kein Gesichtswürfel! Noch. Ich krieg meinen hoffentlich übernächstes Wochenende, wenn. Reigoma und auch Dino, wenn das funktioniert. Die Übergabe. Ich übrig hatte, ich bedürfe eine Spende. Ich auch. Oder wir bestellen doch nochmal gemeinsam. Danke, Mischka. Ja, also wie gesagt, auf basierend einem bestehenden DSA-Abenteuer als Krücke entwickeln wir unser Teenie-Drama, das einen Drachen vielleicht involviert. Es könnte episch werden. Ich glaube, der Drache kommt auch schon. Sollen wir das spoilern, wann der vorkommt? Der kommt ziemlich früh schon vor. Naja, ich spoilere mal nicht. Er taucht in dem, was wir geschrieben haben, schon auf. Das heißt, im Prolog oder Kapitel 1. Ein Drama. Ja, entweder wird es sehr episch oder sehr kurz. Vielleicht auch beides. Ja, darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, was passiert. Über dieses Wort Helden sollten wir vielleicht auch noch diskutieren, weil wir haben ja dazu etwas gelernt. Da habe ich was angestellt, ne, als ich das gesagt habe. Aber es ist ja eigentlich, es ist wahr. Ich sollte mir das irgendwo als Motto, ich brauche ein T-Shirt. Es ist ein epischer Ausspruch, also. Ich brauche ein T-Shirt. Ich brauche definitiv ein T-Shirt. Moment, ich muss mir ein T-Shirt machen. Ja. Definitiv. Obwohl, das Gute ist ja, die drei Teenies sind ja keine Helden. Also zumindest noch nicht. Also, wir bemühen uns, eine gute Heldenreise zu schreiben. Es gibt noch Hoffnung für sie. Es gibt noch Hoffnung, dass sie keine Helden werden. Ja. Ja, cool. Ja, und wenn ihr irgendwie denkt, ihr wollt uns irgendwie unterstützen, wie gesagt, wir brauchen einen Sprecher und Sprecherinnen und Musik
und Bilder. Und Feder braucht ein T-Shirt, haben wir gehört. Mit Helden sterben. Ganz vorne drauf. Ja. Ich würde dich gerne damit sehen, wie du damit in der Straßenbahn sitzt und andere das lesen. Wird dann mein Spielleiter-T-Shirt. Helden sterben. Sehr motivierend. Kann ich. Ja, ich will ja sowieso noch ein T-Shirt designen. Was muss man dafür machen, wenn man Sprecher werden wollen würde? Ja, ihr seid zu spät reingekommen, aber ich kann es ja nochmal wiederholen. Also, was ihr machen müsst, um Sprecher werden wollen zu können, ganz einfach, ihr lest zu Hause, sucht ihr euch irgendwie eine Möglichkeit, eure Stimme irgendwie aufzunehmen, weil das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr mir das nicht zukommen lassen und dann kann ich es ja auch nicht verwenden. Also ihr müsst irgendwie eine Möglichkeit haben, das zu Hause aufzunehmen. Das heißt, ihr braucht ein Mikrofon und ihr braucht ein Programm, was das Ganze aufnehmen kann. Bei euch beiden weiß ich, dass ihr das ja schon habt. Also daran wird es nicht scheitern. Und dann habe ich gesagt, lest einfach aus eurem Lieblingsbuch irgendwie 5 Zeilen oder so einen kleinen Abschnitt einfach vor und lasst mir das zukommen. Und schreibt mir dazu noch irgendwie, in welche Richtung ihr was sprechen möchtet und was nicht. Und oder ob das total egal ist. So. Und dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, so wie eure Stimme halt im kompletten Rohmaterial klingt und wie ich damit arbeiten kann. Und genau. Und dann seid ihr dabei. Also brauchen wir nur noch ein Stück, was ihr einsprechen könnt. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ihr da mitmacht, also wenn ihr euch als Sprecherin oder Sprecher meldet, dann muss das auch so sein, dass wir uns und dann auch auf euch verlassen können. Das heißt, wenn wir euch dann anschreiben und sagen, wir brauchen diesen Monat diese 5 Sätze von euch oder lass es mal 10 Sätze sein, dann müssen wir auch sicher gehen, dass ihr innerhalb von 4 Wochen die Sätze auch für uns aufnehmen könnt. Wir können natürlich sagen, okay, ich bin jetzt 4 Wochen im Urlaub, dann suchen wir uns wen anders. Aber das muss zuverlässig passieren, weil dann da hängt ja dann sehr viel dran. Wenn wir dann irgendwie jemanden anschreiben und sagen, hier sprechen wir uns mal den Drachen ein für die epische Endschlacht. Ja, und dann kommt ein halbes Jahr nichts, dann ist das irgendwie nicht so cool. Ja. Also ich muss euch erreichen können und ihr müsst dann zuverlässig auch die Sachen innerhalb von 4 Wochen abliefern können. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Aber kommuniziert das. Was ist, wenn man verschiedene Stimmen hat, dann die Sätze mit verschiedenen Stimmen einsprechen? Ja. Also klar. Also dass jeder so kann da seine Stimme ein bisschen variieren. Irgendwie quäkisch sprechen oder. Ja. Also bei euch kenne ich ja irgendwie Joe halt mit seiner Timmy-Stimme. Oder wie hieß denn dieser Gnom oder was er immer da gespielt hat bei Mischka? Das war ja ziemlich ähnlich von der Stimme her. Sowas könnte man machen oder halt eine alte Frau, eine junge Frau oder sowas. Ja, könnt ihr gerne machen, wenn ihr da Varianten drin habt, aber generell, genau, Gnorfel, genau, richtig. Dankeschön. Ne? Der Name fiel mir gerade nicht ein. Übrigens eine lustige Runde, kann man sich mal angucken beim Mischka auf dem Kanal. Was hattet ihr da gespielt? D&D hattet ihr, glaube ich, da gespielt. Was ist das richtig? Kommt bestimmt gleich. Ja. Also wenn ihr da mehrere Stimmen habt, gerne auch, ich nehme auch 10 Hörbeispiele. Also je mehr, desto besser. Je mehr weiß ich, wie was entsprechen. Aber normalerweise reicht mir eigentlich so eine normale Stimme, weil ich weiß ja, dass die Leute ihre Stimme halt auch verstellen können. Wenn ich irgendwie sage, hey, Kuga, du musst jetzt mal einen alten Mann sprechen, dann wird der wohl nicht sagen, ich kann aber keine alten Männer sprechen. Ich habe auch schon so ein paar Sounds zum Beispiel von Leuten, die ich halt auch für bestimmte Sachen, glaube ich, nicht anfragen würde. So. Zum Beispiel habe ich eine schöne, ganz tolle Hörprobe bekommen von Coriminus. Danke übrigens, falls du irgendwie zuguckst oder so. Der hat halt eine sehr, sehr, ja, der klingt sehr jung. Und dem würde ich jetzt keinen 90-jährigen Opa als Sprechrolle irgendwie geben. Auch wenn er seine Stimme ein bisschen verstellen kann und man das ja auch irgendwie in dem Programm auch noch ein bisschen modulieren kann. Ich glaube, das passt so richtig nicht. Da kriegt dann eher so ein paar jüngere Charaktere dann. Aber da lässt sich viel machen. Und je mehr ihr uns als Beispiele einsendet, desto besser können wir das auch einschätzen.
Aber Zero und Joe, wenn ihr da Bock drauf habt, ganz, ganz gerne. Da wart ihr eben noch nicht da. Wir haben jetzt im ersten Kapitel festgestellt, dass da doch mehr Sprechrollen auf uns zukommen, als wir momentan noch Sprecher haben. Und wir haben momentan 15 Leute schon, die helfen wollen. Das müsste man testen. Dialekte kann ich nicht. Ja, macht ja auch nichts. Wer weiß denn auch, wie aventurische Dialekte klingen? Aber so unterschiedlich wie Ritter, Bauer, Wirt würde ich wohin bekommen. Wir haben Ritter, Bauer, Wirt denn unterschiedliche Sprachstile? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Also es ist gar nicht so einfach, Leute. Also ich denke ja, manchmal ist das gar nicht so einfach, da Sachen einzusprechen. Ich habe jetzt gerade einen Part eingesprochen für Steffs und das ist manchmal steigt und fällt das mit einem beschreibenden Wort. Also ich möchte da jetzt auch nichts spoilern, aber wenn das Video rausgekommen ist, wo ich mit dabei bin, dann kann ich euch da ja mal was zu erzählen. Das ist ganz ulkig. Gut, dann haben wir jetzt fast eine Stunde gequatscht über das ganze Projekt. Ich denke, alles auch doppelt und dreifach erklärt. Und dann freuen wir uns, Feda hat ja auch schon gesagt, freut sich ganz doll. Freuen uns ganz, ganz doll auf die nächsten Monate und schauen mal, wann uns die Lust verlässt. Momentan ist alles noch so auf dem Hoch. Und ja, ich sehe da sehr positiv in die Zukunft. So, Dollar Power muss leider gehen, schaut den Rest nachher. Wie gesagt, wir gehen jetzt auch gleich, kein Ding. Schönen Abend noch. Danke für alle die sich dann gleich noch melden. Ich poste gleich auch nochmal den Link hier in den Chat, wo ihr euch im Nerdpool melden könnt. Moment, das mache ich jetzt mal direkt. So. Da könnt ihr euch unter dem als Forum-Post melden. Ansonsten findet ihr die Links zum Nerdpool Discord unten bei Twitch und auch wenn nachher bei YouTube in der Videobeschreibung alle Links. Also wir finden schon zusammen. Wer uns finden will, der findet uns auch. Genau. Gut. Dann hier noch was zu sagen. Elion war so still heute. Ich bin gerade ein bisschen ausgebucht mit den Hunden hier im Hintergrund. Die machen total viel Blödsinn. Das ist schon mal eine gute Übung für, wenn du zwei Teenager-Mädels an der Backe hast. Da hat er noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin dann weg. Der Travia-Geweihte mit zwei Mädels. An jeder Hand eine. Ja, gut. Dann muss er sich für den Travia-Bund wohl mal entscheiden, ne? Dann wird's doch Raya. Noch können wir es umschreiben. Oh. Lass es erstmal so weit kommen, ja? Ja. Der Drache spielt ja auch noch mit. Wie heiratet er den Drachen? Wenn er sich nicht zwischen uns entscheiden kann, wäre das eine gute Alternative. Die Prinzessin entführt den Drachen und der Travia-Geweihte rettet den Drachen. Ja. Scheiße, jetzt habe ich den Plot verraten. Du weißt doch, früher besiegte man den Drachen und heiratete die Jungfrau. Heute gibt es keine Jungfrau mehr und man heiratet den Drachen. Das Horas ich habe definitiv keinen Drachen geheiratet. Das Horasreich hat es vorgemacht, aber es ist ja... Gut, also vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr euch melden wollt, meldet euch bitte, bitte an. Und dann freut euch auf Ende August, Anfang September, wenn es dann losgeht mit wie hatten wir's? Im Auge des Drachen. Genau. Danke, tschüss. Tschüss.